ein gutes Leben. Das forderten 17.000 Textilarbeiterinnen 1914 in New York. Sie wollten nicht nur das Brot zum Überleben haben, sondern auch ein bisschen Lebensqualität, und das symbolisierten sie mit einer Rose. Brot und Rosen. Das Lied, das ein Fanal zum 8. März, zum Internationalen Frauentag geworden ist. Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag durch all die dunklen Küchen.